Ich brauche mal deine Kreditkarte. Willst du denn etwa schon wieder Schuhe kaufen? Du hast doch schon 30 Paar eingepackt. Ein riesiger Koffer, nur mit Schuhen. Mein größtes Idol ist ja Dagobert Duck. Wenn ich könnte, würde ich auch durch meinen Geldspeicher voller Geldmünzen schwimmen. Oskar, ich gehe noch mal in den Schuhladen. Jeder hat halt einen anderen Schatz, an dem sein Herz hängt. Ich hab da meine Frage, was ist denn für dich wichtig? Ich meine das wirklich ernst, ich meine das so richtig. Von allen Schätzen dieser Welt, was würde es bei dir sein? Denn da, wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Was ist wichtig? Frag ich dich, worauf baust du dein Lebenshaus? Hat dein Schatz auch dann Bestand, wenn deine Lebenslichter gehen aus? Was ist wirklich denn dein Schatz? Was hat in deinem Herzen einen Platz? Das ist die Frage. Jetzt trödelt doch nicht so. Die warten nicht ewig auf uns. Jetzt mach doch nicht so einen Stress, Papa. Wir sind früh genug da. Da vorne ist die Gepäckaufgabe. Hoffentlich habt ihr eure Koffer nicht zu voll. Das wird sonst richtig teuer. Wie ich mich freue. Der erste Urlaub seit Jahren. Und wie ich mich erst freue. Hast du einen Talisman? Glaubst du an magisches Gestein? Meinst du wirklich, dass es dir hilft? Es ist nur Lüge und Betrug. Nur Gott, er sagt die Wahrheit. Lass die Finger weg von diesem Spruch. Ich glaube nicht an Schicksal. Für mich gibt es keinen Zufall. Ich glaube fest daran, dass Gott mein Leben festhält. Ich glaube nicht an die Sterne und nicht an mein Horoskop. Nein, ich weiß es ganz sicher, dass Gott lenkt diese Welt. Du es auch immer übertreiben musst. Was denn? Das 10. Paar Schuhe war schließlich umsonst. Wir haben so viel gespart. Und wie viele Paar Schuhe willst du jetzt mit nach Amerika nehmen? Als ob es da keine Schuhe gäbe. Ach, du sagst immer, über Geld redet man nicht, Geld hat man. Und so ist das bei mir eben mit den Schuhen. Liebe Fluggäste, soeben haben wir die Starterlaubnis erhalten. Ich darf Sie auch im Namen der Fluggesellschaft und der Crew an Bord herzlich zu unserem Flug nach New York begrüßen. Es wird Sie erfreuen, dass der Wetterbericht für die amerikanische Ostküste ein warmes Sommerwetter vorausgesagt hat. Unsere Flugzeit beträgt ca. 8 Stunden. Unsere leitende Flugbegleiterin Ramona wird Ihnen nun die Sicherheitshinweise erklären. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Thank you.
schau mal auf dem Radar. Das sieht gar nicht gut aus. Wirklich nicht. Wir müssen die Flugsicherung verständigen. Flug 5015, ruft die Flugsicherung. Flug 5015, Flugsicherung hört. Wir sind planmäßig auf dem Kurs nach New York. Vor uns liegt eine riesige Schlechtwetterfront mit starken Gewitterzonen. Wir bitten um die Erlaubnis, um auf 40.000 Fuß zu steigen. Hier spricht noch einmal Ihr Kapitän. Eine Schlechtwetterfront vor uns zwingt uns, unsere Flughöhe zu erhöhen. Bitte bewahren Sie in jedem Fall Ruhe und bleiben Sie unbedingt angeschnallt. Wir müssen jetzt ganz schnell an Höhe gewinnen. Ich habe Angst. Ausgerechnet jetzt ist Heinz nicht hier. Warum muss der auch so kurzfristig arbeiten? Immer geht seine Arbeit vor. Ich werde ihm nie verzeihen, dass er uns einfach am Flieger stehen gelassen hat. Keine Angst, Mama. Die Piloten sind für so einen Fall gut trainiert. Wie kannst du nur so ruhig sein, Fred? Ich habe eine scheiß Angst. Ich bin doch noch so jung. Ich hab mein Leben noch vor mir. Das ist doch wirklich nicht gerecht. Warum passiert das denn jetzt mir? Mir wird auf einmal so schlecht. Plötzlich kann es passieren. Keiner sah es voraus. Schnell wendet sich das Blatt. Und dann ist alles aus. Plötzlich kann es geschehen. Für dich schien alles zu klar. Und von jetzt auf gleich ist nichts wie es mal war. Wenn wir abstürzen, meine Schuhe werden nicht gerettet. Du hast vielleicht Sorgen. Wenn wir abstürzen, dann brauchst du keine Schuhe mehr. Das überlebt keiner. Wir sind mitten über dem Ozean. Was können wir denn nur machen? Wir können beten. Jetzt kommen Sie mir nicht schon wieder mit Ihrem frommen Quatsch. Wir können nur auf die Piloten vertrauen. Alles andere hat keinen Sinn. Doch, hat es. Gott hört uns, wenn wir zu ihm reden. Er hat gesagt, dass wir zu ihm rufen sollen, wenn wir in Not sind. Rufe mich an in deiner Das habe ich ja noch nie erlebt, dass sich eine Schlechtwetterfront so schnell bildet und so plötzlich. Hoffentlich geht das gut. Wenn wir heil unten ankommen, kriegt der Pilot eine Belohnung. Gott im Himmel. Jetzt hört doch endlich auf, immer von Gott zu reden. Er ist nicht hier. Genau. Wenn es einen Gott gäbe, dann würde er uns jetzt nicht so vor die Hunde gehen lassen. Nun haben wir gleich die neue Flughöhe erreicht. Aber wenn ich die Blitze vor uns sehe, weiß ich nicht, ob uns das weiterhilft. Komm. Jesus, du bist alles, was ich hab und bin. Du gibst meinem Leben Sinn. Du schenkst mir Frieden, machst mein Leben reich. Keiner ist dir gleich. Jesus, du bist alles, was ich hab und bin. Zu dir zieht es mich hin. Was wäre ich nur ohne dich? Verlassen fühl ich mich. Wir haben es geschafft. Weltklasse. Danke Gott für die Bewahrung. Sag deinem Gott liebe Grüße von uns. Noch kommen wir nicht. Ich informiere in der Zeit die Passagiere. Liebe Fluggäste, soeben haben wir unsere neue Reiseflughöhe erreicht. Wir fliegen jetzt sozusagen über dem schlechten Wetter. Bitte bleiben Sie aber in jedem Fall noch angeschnallt. Macht man nur, was einem gut gefällt.
war das denn jetzt? Ich glaube, ein Blitz hat in unser Flugzeug eingeschlagen. Uli, kannst du mal die Systeme checken? Uli? Uli? Wo bist du denn? Ich wusste es doch ganz genau, ich kannte Gottes Plan. Doch jetzt hab ich die Chance verpasst, mein Leben ist vertan. Warum war ich denn nur so dumm, wie konnte das geschehen? Den Zeitpunkt hab ich jetzt verpasst, wohin muss ich jetzt gehen? Nur davon geredet, ich hab nicht wirklich dran geglaubt. Einfach nur geredet und dann mein eigenes Ding gemacht. Nur davon geredet, ach hätte ich doch nur geglaubt. Nicht einfach nur geredet, sondern mein Leben in Ordnung gebracht. Geschafft. Wir sind unten. Ist jemand ernsthaft verletzt? Nein. Ich denke, es geht uns allen gut. Danke, dass Sie uns runtergebracht haben. Sie haben unser Leben gerettet. Danke. Wo sind die Schwester und die alte Dame? Das wissen wir nicht. Sie sind vorhin ganz plötzlich verschwunden. Sie auch? Wie auch? Wir haben gerade über Funk die Rückmeldung erhalten, dass weltweit Menschen spurlos verschwunden sind. Auch unsere Co-Pilotin war auf einmal weg. Wir wollten es nicht glauben, haben es nicht akzeptiert. Ein Gott, der nackt am Kreuz hängt, das war für uns zu kompliziert. Doch jetzt wissen wir sicher, dass die Wahrheit wirklich ist und nur gerettet wird, wer wirklich lebt als Christ. Es ist zu spät, für uns zu spät. Wir waren nicht für ihn bereit. Es ist vorbei, wirklich vorbei. Vorbei für uns die Gnadenzeit. Die Chance verpasst, Jesus verpasst. Wir waren für ihn nicht bereit. Es ist zu spät, es ist vorbei. Wer hätte gedacht, dass der Flug nach New York so ausgehen könnte? Wobei, in unserer heutigen Zeit muss man ja ständig damit rechnen, dass was passiert. Da gibt es die Wetterphänomene und natürlich auch die Angst vor dem Terror. Krisen, Konflikte und Katastrophen. Die Welt wird immer chaotischer. Und dann das hier? Eine Geschichte, in der Jesus wiederkommt und seine Leute holt? Vielleicht hörst du heute zum ersten Mal von diesem Ereignis. Jesus selbst hat mehrfach davon gesprochen. Doch ob uns das nun passt oder nicht, es wird einmal so sein. Jesus Christus wird wiederkommen. Schon seit fast 2000 Jahren warten die Menschen auf seine Rückkehr. Maranatha haben die Leute damals gerufen. Das bedeutet so viel wie, unser Herr, komm. Jesus sagt einmal in der Bibel, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mich reinlässt, zu dem will ich einkehren. Dieser Jesus Christus lebt. Es lohnt sich, sein Leben auf ihn zu bauen. Heute klopft Jesus an deine Herzenstür und wartet darauf, dass du ihn reinlässt. Thank you.